Für immer. Nur einmal da auf und raus. Guten Abend. Willkommen zum Kulturgespräch im Rahmen der Pfingstvision 2012. Danke an das Publikum für Ihr Kommen, natürlich aber auch an die Gäste, die der Einladung gefolgt sind. Vorweg, es ist dies eine Kooperation von Pfingstart, Kunstschule Co. in Person von Hubert Brandstätter und Susanna Bodlos, Komst, Georg Grazer und Festival Kunst Allianz, Frau Edith Kutscherer-Kogler. Zu ihr einen besonderen Dank für die Vorarbeit. Das Kulturgespräch wird aufgezeichnet und kann ab 15. Mai via Internet abgerufen werden. Die Webadresse ist pfingstvision.at/kunst/kulturgespräch. Ich würde sagen pfingstvision.at. Dort finden Sie auch die Hinweise auf die nächsten beiden Kulturgespräche mit Julia Rabinowitsch und Kurt Balm und ein Künstlergespräch mit der Künstlerin Roswitha Weingrill, die alle im Rahmen der Pfingstart, die am 17. Mai stattfindet, im Kulturkeller am Weizberg aufgezeichnet werden. Anlass für das heutige Kulturgespräch ist die Übergabe des Mahnmals Boraimos an die Öffentlichkeit letzten Sonntag am Weizberg. Das Mahnmal erinnert an die Ermordung der Roma und Sinti im Nationalsozialismus. Es wurde in kürzester Zeit und in großer Übereinstimmung der Stadt Weiz mit der Pfarre Weiz realisiert. Bei der Eröffnung am Sonntag wurde von allen Festrednern, nicht nur von den Vertretern der Roma und Sinti, auch in eindrucksvoller Weise von Herrn Bürgermeister Erwin Eckenreich deutlich darauf hingewiesen, dass das Mahnmal ebenfalls ein unmissverständliches Zeichen gegen Ausgrenzung und Diskriminierung in der Gegenwart, im Hier und Heute darstellt. Dieser in Weiz gezeigte Konsens war bzw. ist leider selten für Österreichs Erinnerungskultur in den letzten Jahrzehnten. Um die Thematik Erinnerungskultur und Gegenwartsbezug zu illustrieren, möchte ich gleich zu Anfang Herrn Josef Schützenhöfer bitten, seine Erfahrungen mit dem Denkmal in Böllau, einem Denkmal an die Opfer der Alliierten bei der Befreiung Österreichs vom Nationalsozialismus, mit einer Fotoserie zu illustrieren. Ich darf Herrn Schützenhofer bitten, uns darüber zu berichten. Also, Mahnmal und so weiter, das hatte ich nie im Sinn. Im besten Fall ist es ein Erinnerungsobjekt, das in den USA begonnen hat. Und ich war von 1973 bis 1997 in den USA, wurde dort sozialisiert, mehr oder weniger, und bin dann nach Europa zurückgekehrt. Und ich habe da 14 Motive, also ich werde euch nicht allzu überanstrengend mit diesen Bildern, und die sollen ein bisschen den Werdegang für dieses Objekt erklären. Wir sind damals am
am 40. Jahrestag, zum 13. April 1942, 40. Jahrestag, ist mir ein Artikel aufgefallen in der Virginia Pilot, in der es um die USS Roper ging. Und die USS Roper hat das erste U-Boot versenkt, das die Deutschen dann nach Norfolk entsandt haben. Es sind da alle umgekommen und am 14. und 15. April hat man Überreste und Leichen aus dem Wasser gefischt und hat sie archiviert in Norfolk, Virginia, wo ich später dann auch studiert habe und Arbeit hatte, und hat sie dann beerdigt, und es sind 29 Nazi-Mariners, also Marine- oder Marinesoldaten, die dort am National Cemetery begraben sind bis heute. Und ich habe die Geschichte nicht so ganz glauben können, wie ich die gelesen habe, Virginia Pilot in der 80s, und bin darüber gefahren auf diesen National Cemetery, um da Nachschau zu halten, ob das, wie das so ist. Und wie das so ist, ja. Also, so ist es. Das ist ein Foto von dieser Beerdigung. Also die 29 werden da im National Cemetery begraben. Und das hat dann so ausgeschaut und heute schaut es so aus. Also das heißt dann, ich kann mir einfach ein paar Steine auch erinnern, das geht dann so, Lieutenant Fitzgerald, US Navy, 1941, und dann steht Karl Waag, April 1942, German Machinist U85. Das ist so ein Abstand von 50 Zentimeter, nicht? Das wurde, also das haben sie 42, ein paar Monate nach dem Kriegseintritt erledigt, so, nicht? Ich war damals wirklich beeindruckt von dieser Situation und habe es dann vergessen, nicht? Habe meine Sache, mein Studium weitergemacht und bin dann 97 nach Europa zurückgekehrt, ne? Bin aber in Österreich angekommen und da am Hauptplatz in Böllau, nicht? Und ich war zuerst einmal überwältigt von dieser Idylle, aber es sind dann Dinge aufgefallen, ne? Also das Kriegerdenkmal, ne? Und dann haben wir gedacht, ja, Namen, das sind ja alle, die haben in falscher Hoffnung irgendwo im Atlantik oder in Stalingrad oder ja, gedient heute, nicht? Und es fehlen da, es fehlt Harry Moore und Jimmy Rickles und Earl Sullivan, und es fehlen 26 Amerikaner an der Sache, nicht? Und dann viele Russen, die ja so anonym gestorben sind da, nicht? Und habe den Bürgermeister erinnert, dass man da was machen sollte, nicht? Vielleicht den Zugang ein bisschen gestalten, nicht? Wenn die alten Herren vom Kameradschaftsbund hinmarschieren an dieses Denkmal, dass sie vielleicht da ein bisschen auch auf den Harry Moore hinschauen müssten, nicht? Der hat gesagt, ja, also es ist ja ein Russe, das sind ja Vergewaltiger, das geht nicht, nicht? Dann habe ich gesagt, naja, es waren ja auch Amerikaner, die da rübergeflogen sind, nicht? Da rübergeschossen wurden, und da wissen wir nichts. Und dann haben ein bisschen gesucht und haben Fotos gefunden, also bei den Einheimischen auch, und auch in der Archive, in US Air Force Archive, das heißt MACR, Missing Aircraft Accounts, die kann man anfordern. Da steht sehr genau dokumentiert, was aus diesen, wie diese Flugzeuge da abgestürzt sind, wie es dieser Besatzung von 9 bis 10 Mann ergangen ist, ob sie erschlagen wurden, wo sie eingespürt waren, welche Märsche sie machen mussten bis 1945 und wo sie dann wieder in die Freiheit gelangt sind. Also es ist ganz genau nachlesbar, aber der Bürgermeister hat gesagt, er weiß von nichts. Ich habe das für ihn angefordert und unterbreitet, also gut, machen wir halt ein, wenn es schon für die Russen nichts wollt, dann machen wir halt für die Amerikaner was, nicht? Das geht nicht, das sind die Feinde unserer Väter. Haben sie ein Design abgelehnt, haben ein zweites Design eingereicht. Das stört die Idylle, die barocke Gegenreformation, Idylle des Ortes, nicht? Und so bin ich halt immer wieder an die Wand gerannt und
Und dann ist man irgendwann blöd geworden und habe den Harry Moore gemalt, diesen Piloten von der Ramtramp, die am 22. Februar 1944 abgestürzt ist in Rabenwald. Und habe es der Gemeinde geschenkt, dieses Bild, um es dort zu positionieren am Zugang zum Kriegerdenkmal. Geht nicht, nein, wollen wir nicht, unmöglich. Dann gab es eine Änderung in der Konstellation der Bürgermeisterei und es war ein Jüngerer dran und er hat gesagt, naja, eine Woche vielleicht. Und habe ich gesagt, nein, unmöglich, entweder bleibt es dort, wir erzählen die Geschichte ganz oder ich nehme es, ich habe es wieder zurückgenommen. Es wurde dann angekauft in Graz und mit ein bisschen einem extra Geld haben wir dann einen Überlebenden dieser Flugzeuge auch noch nach Pöller gebracht. Da hat sich auch der Klaus Zeiringer und die Steirische Kulturinitiative eingeschaltet, die mir dann geholfen haben, da mehr Gewicht zu bekommen. Weil ich war ja eher so ein Idiot, nicht? So ein privater Idiot, der da mit der deutschen Sprache sich noch ein bisschen schwer tut, aber es geht jetzt schon besser. Und die haben dann auch Druck ausgeübt, es hat viel Druck gebraucht, um ein Objekt umzusetzen, aber ist immer noch platziert worden an einem Ausweich, an einer Ausweichstelle, abseits vom Kriegerdenkmal. Letztes Jahr haben wir die Kulturinitiative und Klaus und mit einer, du kannst es dann erklären, mit unserem Unterstützerkomitee erreicht, dass wir das Ding da aufstellen. Da sind die 26 Namen von diesen amerikanischen Fliegern halt drauf, die da umkommen sind im Böller Tal. Und ja, das haben sie dann gleich. Und wir haben da auch drei amerikanische Künstler eingeladen, mit Hilfe wieder Kulturinitiative, um das zu bauen eigentlich. Es ist eine recht komplizierte Sache. Es ist ein Nachbau von einem Ohrwaschel, linkes Leitwerk an einer B-24, einem Bomber, der halt dort abstürzt. Originalgröße. Und bemalt von mir und von Emily Heinz. Emily Heinz hier. Und bei mir haben sie sich nicht traut, das zu besuchen, aber Emily Heinz hier Arbeit haben sie sofort zerstört, also es war gleich hin und dann wurde das auch noch umgedrückt und so weiter. Und irgendwann im Dezember mussten wir es dann abnehmen, weil es einfach schon eine massivste Schieflage hatte. Haben das renoviert, neu gestaltet für das Stadtmuseum in Graz. Die Ausstellung läuft noch, es gibt die bis 27. Mai. Und das heißt Liberation in Progress mit diversen Kooperationen und Künstler und Künstlerinnen, die auch noch mitmacht haben. Und wir haben das Objekt neu gestaltet, dieses Ohrwaschel, um einzugehen auf das Jahr 45. Und mich hat immer diese Bachmann so fasziniert. Diese Beziehung, die sich da, diese zaghafte mit den englischen Verwaltungssoldaten jüdischer Herkunft und mit denen sie korrespondiert. Und haben wir gedacht, es ist doch ganz wichtig, so einen Satz jetzt, statt der militärischen Motive, die vorher drauf waren, diesen Satz einzubringen. Die Geschichte lehrt täglich, aber sie findet keine Schüler. Und dann haben wir gedacht, eigentlich gibt es sehr viel Solidarität für diesen Satz. Und der ist auch gekommen mit dieser Befreiung 45. Und darum findet man hier allerhand Zitate von Allen Ginsberg, von Präsident Wilson, Roosevelt, Douglas Hoke, allerhand eigenartige Leute, Politiker, Künstler und so weiter. Und wir haben da dargestellt eine Solidarität, die auch gekommen ist mit dem 45, um neu zu beginnen. So einen zaghaften Satz. Es ist eine Solidarität da und wir können wieder als Individuum denken und so weiter. Also das war die Neudeutung für den Grazer Platz. Und ja, und dort, das hat es unbeschädigt überstanden, nicht? Und es wird jetzt abgebaut, kehrt zurück am 1. Juni nach
da gibt es diese Postkartensachen. 1. Juni nach Böllau, wir stellen es hin. Krieg, in Kriegerdenkmalnähe, fuck you, Mr. Mayor, nicht? It will go there. Und wenn er mir erzählt, ich muss abbauen, werde ich es abbauen wieder. Aber es wird, the circle will be closed and will be there on June 1st. Okay? That's it. Das ist wie beim epischen Theater, wir müssen umbauen. Ja. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Das U-Boot, das ist. Hat er die Deutschen alles abgeschlossen, das Amerikanische? Das U-Boot ist der U-85. Das ist das erste U-Boot, das an der Küste zu Nordkarolina, Virginia.